Ja, jetzt wollen wir noch die Dings. Ich will nochmal mit dem Hässlichen da sprechen. Kommen wir in das Betzeffekt. Bist du auf dem Weg nach Venedig? Ich bin bei den Docks aufgewachsen. Du bist fett und ein absoluter Kiffer. Ja. Doch heute ist alles. Heute ist alles anders. Heute gibt's Gras. Bleib hier, wo es sicher ist. Hier ist es sicher. Lass uns einen durchziehen. Komm, geh mal weg. Erzähl mir von den Docks von Venedig. Bunte Farben. Eichen, Teer und viele, viele Holzsplitter in der Werft des Arsenalbezirks, wo die Schiffsarbeiter ihre Messer und Äxte schnacken. Und der Hafen. Stapel aus Stoff und Wolle, in der Sonne neben Eichenfässern voll mit Whisky. Und ein Surfer ist er auch noch, wa? Schiffe, die einliefen und Männer und Frauen auf die Holzstege spuckten, die begierig darauf waren, in der geschäftigsten Stadt der Welt Handel zu treiben. Oder die nur den Mädchen in den dunkleren Ecken einen Besuch abstatten wollten, um sich von einer anstrengenden Reise über die endlose See zu erholen. Oh, wenn ich doch zurück könnte. Doch solange der Droge gelesen. Das Abschneidern regiert, bleibe ich hier. Weit weg von all dem. So, und das hat jetzt mal wen interessiert? Weiß ich nicht. Jetzt, wo die Ganoven fort sind, werden wir hier erstmal aufräumen. Und was ist denn das für ein Spiel? Überall nur Säufer und Kiffer und was weiß ich. Und Leute, die Eigentum kaputt machen. Sowas hab ich gern. Fremde Sachen kaputt machen. So, da sind wir wieder. Scully war verhindert. Ich war pinkeln. Achso. Okay, das wusste ich gar nicht. Gut, das wollte ich mir jetzt aber nur nochmal genau angucken. Damit ihr nochmal alle wisst, falls hier schon ein neuer Part begonnen hat. Damit ihr nochmal wisst und wir nochmal wissen, wie das hier aussieht. Und wir haben eine Lampe. Dieses Steinwerk behindert uns jetzt am Weiterlaufen. Ja. Wir können jetzt nicht zu dieser Brücke. Ah. Wir können auch nicht über das Geländer oder da drüber klettern oder einfach hier über den Berg. Wir sind scheiße. Wir müssen jetzt eine Sidequest machen, dem Typen die Ruder wiedergeben, um dann so nach Venedig zu rudern. Genau. So ist das und nicht anders und ich finde das scheiße und ja. Ja, das finde ich auch unnötig. Genau, also, ja gut, wenn wir das schon so erzählt haben, wird das hier wahrscheinlich ein neuer Part sein. Einfach. Oder der alte Part noch 2 Minuten lang war? War er nicht. Hör zu! Ja, du bist fett. Du hast dich heldenhaft verhalten. Ist noch etwas, wobei du uns helfen kannst. Aber wenn du deine Reise nicht unterbrechen willst, verstehe ich das auch. Du kannst jederzeit zurückkommen, um uns zu helfen. Komm, zuhören. Um was geht es? Die Straße blockiert. Tut mir leid. Kommt ja niemand mehr nach Venedig. Und umgekehrt. Komm zur Sache. Ja. Was ist so schlimm an einer versperrten Straße? Naja, die Leute, die in den Bergen wohnen und vom Handel mit Venedig leben. Und früher oder später werden sie verhungern. Was sich auch negativ auf meine Kundschaft auswirken würde. Aber natürlich geht es mir vor allem um die Leute, die in den Bergen leben. Natürlich. Während des Angriffs hat ein dreckiger Landstreicher unsere Brieftauben gestohlen, weswegen wir keine Nachricht an unseren Lehnsherrn schicken können. Dieser Kerl versteckt sich in einer kleinen Bucht im Osten und wartet auf Schmuggler, um seine Beute zu verkaufen. Wenn du die Brieftauben zurückbringst, könnte die Straße geräumt werden. Andernfalls kann das Tage oder Wochen dauern. Noch eine Zeit. Na klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Großartig. Ein Fischer kann dich sicher zur Schmugglerbucht bringen, wo der Kerl sich erst Paddel suchen. Ja, ey, warte mal. Wir können ja mal ins Questmenü. Ist das, wo ist das hier? Keine Ahnung. Questmenü. Also. Der untote Fürst. Das ist den untoten Fürsten. Ja, das ist ja unsere insgesamte Quest. Der Hauptquest, der erst vorbei ist, wenn wir gewonnen haben. Wie man Felsen bewegt. Entfernen die Felsen von der Handelsroute, die nach Venedig her. Gut, da müssen wir diese Brieftauben holen. Besorge die Ruder des Fischers. Bringe einen Brief dahin. Ermögliche wieder den Abbau von Kupfererz. Ach so, da müssen wir, wenn wir jemanden finden, müssen wir den da hinschicken. Mhm. Betritt die Stadt. Okay.
Also erst den Fischer, dann den Brief, dann Felsen, dann den Mitarbeiter und dann Venedig. Ne, erst Venedig, dann die Mitarbeiter. Genau. Ach, schwul. Alles klar, machen wir mal weiter hier. Hauen wir halt rein. Oh, ich rutsche auf dem Stuhl immer tiefer. So, so. Was machst du? Was machst du? Du spielst. Du bist an meiner Maus. Gar nicht. Du kannst das nicht leugnen. Doch. Kannst du nicht. Oh doch. Dankeschön. Ich würde sowas nie tun, das wisst ihr. Ihr kennt mich ja. Da ist eine Taube, hol sie dir. Ich weiß gar nicht, was der hat. Hier sind doch Tauben. Und die leuchten. Leuchtende Vögel. Boah, ist das ein langer Weg. Ich glaube, hier gibt's Strahlung. Sieht aber geil aus. Sieht denn nicht echt so aus? Nee, ne? Nee, das bezweifle ich, dass das so ähnlich... Also so ähnlich bestimmt irgendwie, keine Ahnung. Wir gucken uns später mal Bilder von Venedig an. Oder wir fügen am Ende dieses Parts eine Diashow von Venedig ein. Oder jetzt so hier so am Rand. Nee, das wäre langweilig. Okay. Die müssen das Video schon fertig gucken. Gell. Okay. Wir haben ja anderthalben Sachen gemacht. Nee, aber eigentlich können die Leute auch selber googeln. So, was wir jetzt tun wollten, war... Zu dem Fischer gehen und das Paddel holen. Wir wollten den Typ hier auch noch töten. Hey. Was soll das? Wir könnten jetzt quick saven. Dann würden wir wieder zurückgehen. Dann würden wir allerdings aus Versehen die Aufnahme abbrechen, weil F9 auf derselben die Capture-Taste ist. Ist egal. Okay, wir machen es einfach. Komm. Scheiß drauf, wir töten den Typ jetzt, weil ich will die Rüstung machen. Wahrscheinlich wollen wir den Typ eh nicht töten. Ich finde das aber voll cool. Natürlich nicht. Schneidest einfach durch ihn durch. Er ist tot. Ha, Combo. Mit seiner eigenen Combo gekillt. Ach, Opfer. Okay, das war irgendwie klar. Das war irgendwie blöd, war das. Weißt du, jeder wusste es, nur du wusstest es von mir. Bei Skyrim würde es gehen. Nur da ist es halt so, dass die Typen, die geile Rüstung oder sowas haben an sich, die werden dann im Inventar nicht angezeigt von denen. So dass man die Rüstung oder sowas nicht bekommen kann. Ach, hast du schon mal ausprobiert? Ach, bestimmt. Also auch bei Oblivion oder sowas. Boot. Damit können wir doch gar nicht fahren, oder? Bestimmt. Das sind doch keine Ruder. Schwimmen! Wir müssen doch jetzt die Ruder finden. Kannst bestimmt schwimmen. Boah, du kannst ja echt schwimmen. Ich bin eine ganz heiße Schnecke. Schnecksche! Oh nee, da sind Vögel! Sieht aus wie Fledermäuse. Ich will nicht gegen Vögel kämpfen. Fledermäuse! Das sind keine Fledermäuse. Das sind weder noch. Das sind Mondgreifer. Mauergreifer. Okay, guys, komm, ihr liebt mich, ich liebe euch. Wir machen das hier gemeinsam. Drei Hits, tot. Wir beenden das kurz und schmerzhaft für euch und dann ist alles... Kurz und knackig. Ja, du Arsch. Ich haut dann wieder ab, wenn's ernst wird, verpisst er sich. Hallo? Oh Gott. Kommt jetzt runter, Mann. Schnell! Entschuldigung. Ja, du, es ist auf meinem Arm. Entschuldigung. Ich kann mich jetzt nicht wehren. Hör auf. Nein. Du hast es echt gemacht, ey. Nein, du hast. Aber du bist doch wieder der Fan. Okay. Ich hab noch das vom letzten Mal. Hey, wenn die jetzt wüssten. Was heißt denn, wenn die wüssten? Die denken sich schon was viel Schlimmeres, als wir hier in Wirklichkeit machen. Wir sind harmlos, greif Leute. An. Greif an. Okay, warte. Jetzt mach ich mal eine Kombo. Boah, hast du das gesehen? Klotz, Digga. Hoff zum Befehl. Chor. Da war das. Zurück. Ja, hier war noch irgendwo ein Paddel, ich weiß. Paddel. Da war eine Gabel. Da steckt eine Gabel. Nimm die Gabel mit.